Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück oder ganz neu hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch nach langer Zeit mal endlich wieder zurück im Simulationseck. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den guten Tom. Der hat den wunderbaren Agrarsimulator historische Landmaschinen eingereicht und da sage ich doch nicht zweimal irgendwie nein oder so. Nein, wir sagen natürlich ja und legen hier mal munter los. Es ist viel zu lange schon kein Simulator mehr gespielt. Ich habe mir das Ding auf Steam organisiert, hab dabei schon die Bewertungen gesehen und dachte, ja, das ist ein Garant für Qualität, also das wird sehr gut. Und es hat mich jetzt insgesamt schon 2 Stunden Nerven gekostet, das Ding überhaupt mal ans Laufen zu bekommen. Ja? Wir gucken mal, es ist gerade wieder abgestürzt und ich dachte mir, ich zeige euch mein Leid jetzt. Was soll ich denn nur davon erzählen, was für ein Leid es war, das Ding überhaupt ans Laufen zu kriegen? Ich lasse euch das jetzt mal mit mir zusammen durcherleben, oder? Komm, zusammen. Also, Spiel frisch gestartet. Wir sagen Spielstart. Wir können auswählen, ob wir in die Toskana wollen oder in so eine alpinen Region. Wir nehmen natürlich die alpinen Region. Und jetzt heißt es hoffen. Jetzt heißt es ganz stark hoffen. Ah, schade. Schade. Wir haben zusammen leider nicht doll genug gehofft. Ja? Jetzt tappen wir mal eben raus und sehen dann jetzt gleich hier unten, dass wir eine Fehlermeldung bekommen haben. Hier. Terminal Error. Unable to create DirectX Texture Resource. Grass. Irgendwas. Alles klar. Er hat es nicht geschafft, das Gras zu rendern. Alles klar. Ja gut, jetzt gammelt hier das noch irgendwie rum und jetzt stürzt es dann langsam ab. Alles entspannt, alles wird gut, kennen wir ja. Also macht man jetzt folgendes, Eigenschaften. Dann geht man hier auf lokale Dateien und sagt einmal bitte Dateien auf Fehler überprüfen. So, muss man ein bisschen hoffen. Da findet er in der Regel so 2 Dateien. Ja genau, da liegen ein paar Bytes runter hier. Ja, wunderbar, wunderbar. 2 fehlerhafte Dateien wurden gefunden. Okay. So. Wir nutzen dann den Moment und starten das Spiel nochmal wieder neu. So. Ja, natürlich, ja, bitte. Ich bitte doch darum. Und man erkennt jetzt schon an diesem Logo, ob es klappt oder nicht. Es klappt diesmal nicht. Es stürzt wieder ab. Ah, schade. Da ist es leider wieder abgestürzt. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Dabei dreht dann auch immer komplett alles ab und Steam wird plötzlich auf den 2. Bildschirm verschoben. Ist ganz normal, der kennt es nicht, ne? Juli. Ah, normal spielen, komm. Wir müssen ein bisschen hoffen. Manchmal kommt man rein. So, ja, hier, komm, Gönnung. Mach nochmal wieder an. Ja, das könnte klappen. So, man muss jetzt wieder, wenn das hellrot wird, wenn das Logo hellrot wird, dann klappt es. Das sieht wieder schlecht aus. Nee, sorry, hat leider wieder nicht geklappt. Müssen wir nochmal versuchen. So, Moment. Hol das wieder rüber hier. So, dann hoffen wir erneut nochmal das Beste. Spielen. Ja. So, es wird wieder nicht hellrot. Nee. Das wird wieder nix. Na, oder fängt er sich noch? Er ist sehr lange dabei, vielleicht fängt er sich noch. Mal abwarten. Nee, da habe ich wenig Hoffnung. Jetzt passiert hier halt gar nichts mehr, weil weder die Engine hängt sich noch auf, noch das Game hängt sich auf. Das heißt, wir müssen jetzt selber einmal nachhelfen. Da hilft nur noch Task Manager oder versuchen wir hier den hier. Nee, geht natürlich nicht. Also machen wir den Task Manager an. Ja, komm, gönnen wir mal. Weet. So. Und gehen wir dann auf Details und finden dann da irgendwo dieses Ding und sagen dann mal Task beenden. Jawohl, dann ist er weg. Ist er weg? Wunderbar. So, okay. Steam hat sich wieder normalisiert. Wir reparieren nochmal. Nur damit ihr wisst, was ich die letzten 2 Stunden mache, ja? Nur damit ihr es versteht, was ich hier seit 2 Stunden nun mache, ja. Man kommt sogar rein und jetzt kommt man nicht mit, ja, du musst mal in der Community abgucken und so, ne. Ja, machen wir gleich zusammen, keine Sorge, ich lasse euch doch dabei. Komm, lass mal eben kurz einen Abstecher machen, ganz kurz einen Abstecher. Einmal kurz auf der Shop-Seite. Oh, was ist das denn hier? Alle Rezensionen sehr negativ, uiuiuiui. Gut, ist auch vom 25. Mai 2012, ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem sehr negativ, das deutet nichts Gutes. Und wenn wir nochmal so ein bisschen hingucken, dann sehen wir auch so, hässlich und schlimmste, nervigste Spiel ever. Willst du einen Freund nerven? Schenk es ihm. The game runs smoothly only on lowest video settings. The game controls are the worst I have ever seen. This is a nightmare. Go ahead and grab Farming Simulator instead. Okay, ja. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Und dann war ich natürlich schon so schlau und bin in den Community Hub reingegangen, weil ich dachte, du bist ja nicht der einzige Dödel, ne? Du bist ja nicht der einzige Dödel, der hier das Ding nicht ans Laufen bekommt. Und dann gehst du mal, schön den Arsch. Keeps crashing, can't play. Why won't it load? Game gave me black screen of death. Doesn't start. Works well, natürlich. None of them work. Da hat sich einer die Collection gekauft. Was war denn das Coolste? Irgendeiner meinte, ich habe das Spiel jetzt seit 6 Jahren, es läuft nicht.
Wo war das denn? Auch so geil. Thank you for making this game. I'm so pleased that this game exists. Ja, das hat mich zum Lachen gebracht. The game won't start. Disappearing animals. Hier, bought als 2013 gekauft and it never worked. Das hat noch nie funktioniert. Audio-Probleme gibt es auch noch, aber egal. So, let's try it again. Komm, wir probieren unser Glück nochmal. Komm, es klappt schon. Man muss einfach hoffen. Oh, es ist rot geworden. Es ist hellrot geworden. Es läuft. So, wichtig ist die Auflösung. Bei der Auflösung müsst ihr aufpassen. Das ist mein Trick. Das ist der Trick. Achtung. Ja, jetzt seht ihr, jetzt hat sich die Auflösung wieder resettet auf die Originalauflösung. Und nu geht's. Wenn wir jetzt sagen, Spielstart Alpin, dann wird es gehen. Bin mir ziemlich sicher. Achtung. Erlädt. Und wir sind im Game. Okay, so. Achtung. Mein Trick ist jetzt, nachdem das Game geladen ist. Wunderschön. Nachdem das Game dann geladen ist, dann könnt ihr in die Optionen reingehen. Grafikoptionen. Wie ihr gerade eben bei Steam gelesen habt, fasst nichts an. Ja? Lasst da den Grafikoptionen alles so, wie es ist. Wenn ihr da irgendwas einstellt, kackt die Engine grundsätzlich ab, könnt ihr neu installieren. Der hilft auch reparieren nicht mehr, müsst ihr neu installieren. Wir gehen jetzt auf 16:9. Jetzt stelle ich meine Auflösung ein, anwenden. Und so geht's. Aber mit dieser eingestellten Auflösung bekommt ihr das Game nie wieder an. Also wenn ihr jetzt dann spielt und speichert und wollt dann morgen weiterspielen. Oh, bitte nicht. Oh, es läuft noch. Ich dachte, es wäre aufgegangen. Und ihr wollt dann morgen weiterspielen? Nein, das könnt ihr vergessen. Dann müsst ihr erstmal schön euer Savegame zur Seite räumen. Dann deinstalliert ihr das Spiel. Installiert es nochmal neu. Und mit Glück geht es dann an. Ihr könnt das Game wieder starten. Und ja, müsst dann wieder die Auflösung hochstellen. Dann könnt ihr einmal spielen. Und dann war es das wieder. Eine Qualitätssoftware, sage ich euch. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal um hier. Muss sich ja auch gelohnt haben, dieses Spiel ans Laufen zu bringen. Ja, okay, ja, doch. Es ist wunderschön. Ich muss sagen, also hier ist immerhin sehr viel Laschgras. Das hat hier gerade zum Abstürzen gesorgt. Also von der Grasqualität will ich jetzt mal gar nicht meckern. Das sieht okay aus. Auch hier Texturqualität ist tatsächlich... Na ja, gut, ist von 2013. Ne? Oh, was war das? Naja, dafür sieht es doch ganz okay aus. Und man kann Hühner rumscheuchen. Ich als Fuchs, ich freue mich doch. Ja, komm, lauf! Ja, lauf! Lauf! Oh! Ja, lauf! Und. Oh. Oh. Oh, ich hab's in den Berg gescheucht. Naja, passiert manchmal, ne? Lauf! Ja, lauf! Ja, komm, renn, du! Ja, renn! Ich hab's in den schwebenden. Der schwebt auch, wenn ihr das mal genau seht. Der schwebt. Er ist leicht am Schweben, dieser Haufen Dreck. Herrlich. So, es gibt auf jeden Fall Schweinchen. Süß sehen sie aus, ne? Nom, nom, nom. Haben auch Pollöcher, wie wir gerade gesehen haben. Alles sehr realistisch, sehr schön. Oh, wir haben sogar einen Hundi. Gallus. Hi, Gallus. Na, du? Du siehst irgendwie... Oh, hast du auch ein Polloch? Lass mich mal prüfen. Oh ja, auch... Oh, natürlich, da haben sie sich Zeit für genommen. Oh, es ist sehr schön, wie Gallus nur einen einzigen Soundeffekt hat, der immer wieder im Loop abgespielt wird. Überhaupt nicht nervig, mega nice. Oh Gott, alles klar. So, ich war ja schon mal in dem Game drin. Ich habe auch schon mal versucht aufzunehmen. Ja, ich bin aber noch nicht weiter gekommen als so. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendein Fahrzeug zu steuern. Ja, denn das Problem ist, ihr seht, wir starten ein Spiel und wir starten. Es gibt keinerlei Tutorial, es gibt keine Einstellungen, es gibt nichts. Es gibt einfach gar nichts. Ihr seid einfach in dieser Welt und ihr habt keine Ahnung, wie das funktioniert oder was ihr machen sollt. Man kann dann, wenn man mutig ist, in die Option gehen und findet hier Tutorials. Ich klicke mal vorsichtig rein. So. Man kann jetzt hier theoretisch verschiedene Menüpunkte anbinden. Also anklicken. Da drin sind Tutorials. Das sind einfach nur so, wie es aussieht, entweder eingebettete Videos oder eingebettete YouTube-Videos. Ich kann es nicht genau rausfinden, weil wenn ich draufklicke auf irgendein beliebiges, stürzt das Game ab, weil es es nicht schafft, den Audio- und Videoplayer einzubinden. Also können wir das mit den Tutorials leider vergessen. Die können wir uns nicht ansehen. Das Programm stürzt dann leider ab. Also keine Tutorials für uns. Dann war ich so schlau. Naja, gehst du mal in die Option? Da wird ja schon irgendwo die Steuerung stehen. Ach, guck mal hier, Bedienung. Ja, geil. Gehst du nochmal gucken, ne? Ah ja, guck mal hier, Mausempfindlichkeit und so weiter. Gut. Info. Mit Tab können wir irgendwie Maschinenfunktionen uns ansehen. Sehr schön. Ah, guck mal hier, Fahrzeugsteuerung. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Tempomat kann man auch anmachen. Hä? Was ist hier? Was ist denn da unten jetzt noch? Ja, keine Ahnung. Ich kann doch nicht... Ich sehe das nicht. Ich kann das nicht rausfinden. Wir werden leider nie erfahren, was das ist. Ich sag mal Tempomat 30 wahrscheinlich. I don't know. Wir werden es niemals erfahren. Wir werden es niemals rausfinden. Und leider steht auch nirgendwo, wie man einsteigt. Hier steht dann zwar Hauptlicht und Arbeitslicht und Rundumlicht und Hupe und wie man aussteigt.
Aber wie man einsteigt? Tja, keine Ahnung, Alter. Weiß ich doch auch nicht. Dann haben wir noch Kameraoptionen. Okay. Nice. Und die Joystick-Steuerung. Wenn man da Bock drauf hat, das mit dem Joystick zu spielen. Also ihr seht, wir sind leider ein bisschen im Freiflug unterwegs. Das bedeutet, wir werden einfach mal alleine rausfinden müssen, was hier Phase ist, ne? Aber es wird schon gehen. So. Wenn wir an ein Fahrzeug uns nähern, dann sehen wir hier so kleine Bubbles. Ich denke, mit den Bubbles kann man irgendwas machen. Linksklick passiert nichts. Hier ist auf jeden Fall ein Lenkrad. Ah, guck mal, Linksklick. Ah. Oh je, okay. Man kann ein bisschen zoomen. Ach du Scheiße. Ja, wir sehen schon sehr schön aus. Man kann immerhin zoomen, man kann die Kamera drehen. Da kommt sogar irgendwie so Rauch raus. Herrlich. Okay, dann fahren wir mal los. Also, wir können auf jeden Fall schon mal Traktor fahren. Oh, oh. Ist das ein Gerät? Wir wissen es nicht. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen rum. Wir erkunden jetzt erstmal unsere Hood hier, würde ich sagen. Bevor wir loslegen, hier irgendwas zu ackern oder so, wird jetzt erstmal die Hood entdeckt. Okay, da unten ist ein Häuschen. Alter, das sieht aus. Aber guck mal hier, dieser Effekt ist ja schon fast hübsch. Vom Rauch. Okay. Oh, hier vorne ist ein Straßenschild. Mal sehen. Ah ja. Es geht zum Dorf, zur Mühle, zur Säge und zur Tankstelle. Na, dann fahren wir doch erstmal los. Erstmal die Gegend erkunden, würde ich sagen, ne? So, da ist der Strom. Ach du Scheiße, Mann. Ah, ich sag euch, die 4 Euro waren bis jetzt gut investiert, ne? Also, oh, hier wunderbar, wenn man ins GS reinfährt, sehr schön. Auch das Sounddesign ist wunderschön. Es ist nicht immer dieser gleich loopende Sound, ist fast nicht nervig, ne? Ist mega angenehm für die Ohren, also, ich finde das richtig gut. Kann man auch noch schneller fahren? Nein, das ist das Maximum. Oh, jo. Sind ja auch historische Landmaschinen, die waren damals auch nicht so schnell. Das geht hier jetzt... Oh je, was ist denn mit dem Baum da los? Okay, so. Schau mal, ich bereue es wahrscheinlich, dass wir gerade hier schon auf Erkundungstour gehen. Säge, Tankstelle, ich würde sagen, erstmal zur Tankstelle. Ich glaube, das ist wohl die Tankstelle, okay. Fahren wir mal gemütlich zur Tankstelle, komm. Gucken, wie das aussieht, ui. Wer kennt's nicht? Du Scheiße. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Perspektive ist irgendwie hinüber, oder? Wir steigen jetzt mal aus. Oh. Aussteigen war doch Z, oder was? Optionen. Alter, Scheißdreck. Bedienung. So, wo ist denn hier Aussteigen? Fahrzeug verlassen, Z? Geht nicht. Ah, warte, Leute. Wollen wir wetten, dass sie ein amerikanisches Tastatur-Layout haben? Ich probier's mal mit Y. Ja, selbstverständlich, Alter. Okay. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? So, wie takt man denn? Okay. Gut, der hat Spaß. Kann man rein da? Nein. Die Tankstelle ist natürlich auch nicht betretbar. Und wer kennt das nicht? Solche Tankstellen. Hab ich noch nie gesehen. So, aber sieht hübsch aus. Ich weiß noch nicht, wie ich tanke, aber... Ach. Tja, keine Ahnung. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich nur Deko. Wahrscheinlich kann man gar nicht tanken. Es war einfach nur angedacht. Dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter in Richtung Sägewerk. Das scheint da vorne zu sein. Kleinen Abstecher mal eben ins Sägewerk gemacht, ne? Man will ja auch ein bisschen was erleben hier. Wenn wir schon unterwegs sind mit unserem kleinen Traktor. Wollen wir wetten, dass mir noch der Sprit ausgeht unterwegs? Heide Witzka. So. Auch zum Sägewerk. Sehr schönes Gebirge da hinten. Das ist sehr hübsch. Also die Landschaft ist für einen Simulator gar nicht mal so ruhig. Die Bäume sehen natürlich schon wirklich überaus scheiße aus. Aber so insgesamt, das ist jetzt nicht das Schlechteste an Umgebungsgrafik, die ich je gesehen habe, ne? Aber hier, ihr seht euch mal den Baumstamm da vorne an. Wir fahren da mal näher hin, mal sehen, ob sich das irgendwann noch durch ein 3D-Modell ersetzen wird. Ja, doch. Wir nutzen die Technik, dass alles, was weit entfernt ist, das seht ihr hier, ne? Alles, was weit entfernt ist, ist noch 2D dargestellt, da hinten, der hintere Baum. Auch er hier, wenn ihr euch mal den Staum anguckt da hinten von dieser Birke. Alles noch hässlich und wenn wir uns gleich nähern, dann wird es durch ein 3D-Modell ersetzt.
Da seht ihr das, ne? Ja. Macht man tatsächlich, das gang und gäbe, aber eigentlich macht man es so, dass man es halt nicht direkt sieht. Hat hier nicht so gut funktioniert. So, das scheint die Säge, das Sägewerk zu sein, die Mühle. Sehr hübsch. Wenn wir mal eben umgucken hier. Wenn wir schon mal da sind, einen kleinen Blick auf die Mühle werfen. Ja. Hier liegen die Baumstämme rum. Da werden wir wahrscheinlich dann nachher unser Holz irgendwann hinbringen können oder so. Wenn man denn selber irgendwie Holz ab... Alter Scheiße, abernten kann. Und man kann ja nicht springen, ne? Also springen ist nicht drin. Warte mal, ich guck nochmal. Nicht, dass es doch geht. Ich will ja nicht lügen. Optionen. Bedienung. Spieler. Rennen. Öffnen Sie Tür. Mit X? Oh, wir können doch eine Tür öffnen. Öffnen Sie Tür. Na, mit X geht das. Na gut. Öffnen wir mit Tür, mit X mal die Tür. Okay, diese Tür lässt sich nie öffnen. Wahrscheinlich kann man im ganzen Spiel keine Tür öffnen. Da liegt extra ein Baumstamm vor, damit man gar nicht erst in die Versuchung kommt, diese Tür zu öffnen. Und hier? Sie öffnen nix Tür. Oh, guck mal hier auch hier. Richtig schön Screen Tearing. Nice. Weiß ich nicht, ob man das nachher noch auf YouTube sieht, aber oh, richtig eklig. So. Gut, wieder rauf auf unser Gefährt, würde ich sagen. Auf den heißen Ofen hier und weiter geht's. Scheiße, die Animationsqualität vom Feinsten, Alter. Ja, fahren wir mal in Richtung Dorf, würde ich sagen, ne? Einmal das Dorf angucken und dann schauen wir mal, dass wir ans Arbeiten kommen, ne? Eins nach dem anderen aber erstmal. Du musst ja nicht übertreiben hier, ne? Der Bauer braucht erstmal ein bisschen Bier. Wir gehen jetzt erstmal in ein Dorf eben uns ein bisschen ein Sixer Bier oder so organisieren. So kannst du ja auch nicht, so kannst du ja auch nicht arbeiten, ne? Vor allem nicht mit dem Gerät hier. Dauert ja alles 5000 Jahre, ne? Guck mal, jetzt ist der Rauch weg. So wird der Rauch sehr schwarz. Ich verstehe diesen Rauch nicht. So ist er weiß. Und so ist er tiefschwarz. So ist er weg. Weg. Weiß. Tiefschwarz. Ich muss den Rauch nicht verstehen. Und seid ihr auch schon abgenervt von Traktorgeräusch? Man muss sich ja echt fragen, wer hat das geschnitten und sich dann gedacht, weißt du, klingt eigentlich geil. Können wir so lassen. Dorf und Mühle, na dann mal los. Vor allen Dingen auf die Mühle, da freue ich mich. Bin ja so ein bisschen Mühlenfan, ne? Schauen wir doch mal. Qualitätssoftware vom Feinsten. Ich sag euch das. Ich sag euch das. Auch so richtige Straßen oder sowas gibt es nicht. Oh, was war das? Ich glaube, unser Rauch wirft Schatten. Was ist das? Was habe ich hier gefunden? Als wäre da einer mit dem Pinsel ein bisschen ausgerutscht. Keine Ahnung, was das ist. Ist auch egal, ne? Komm. Weiter geht's. Wieder einsteigen. Los geht's. Weißt du, eigentlich wäre heute Minecraft aufnehmen dran gewesen, so. Und ich dachte mir, oh nee. Nee, ich habe keinen Bock auf Minecraft. Moment, ich muss ein bisschen Minecraft-Pause machen gerade. Es läuft halt einfach nicht. Und dachte mir, dann erfüllst du doch mal den Wunsch von Tom, weißt du? Holst hier eben schnell für einen schmalen Mark mal eben diesen Simulator. Oh, was ist da vorne? Ist das ein Hund? Ich glaube, wir entdecken da gleich was. Könnte auch ein Häschen sein. Irgendein Tier wartet da vorne auf uns. Wir versuchen mal hier schön über abzukürzen. Wow, Offroad, Alter! Ist das ein Hund, ein Pferd, ein Esel? Warum ist es in den Boden hineingeklippt? Es ist ein Reh, so wie es aussieht. Mal sehen, ob wir es totfahren können. Los, 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 los! Ja, ja! Was ist denn los mit dem Vieh? Oh, 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 es ist rausgewackelt. Es ist rausgewackelt. Es geht ihm wieder gut. Es geht ihm wieder gut. So, meine Lieben, ihr habt es vielleicht gar nicht so sehr gehört, aber der Hahn hat gerade gekräht. Ja? Und ich würde sagen, wir machen gemeinsam dann eben hier mal einen ganz kleinen gemütlichen Break.
Wollen wir mutig sein und versuchen zu speichern? Wollen wir es mal versuchen? Lass es uns versuchen, komm. Speichern. Also ich habe Speichern gedrückt. Keine Ahnung, ob das jetzt geklappt hat. Wahrscheinlich geht das nicht. Wir setzen erstmal fort. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.